Ich denke, es ist was die Menschen antreibt. Also Träume und Ziele im Leben zu haben, ist ganz wichtig. Ich hatte relativ früh die Leidenschaft zum Motorsport, zum Kartfahren, zum Rennenfahren entdeckt. Man muss Respekt davor haben, was man macht. Es ist kein Kindergeburtstag, wenn man mit 750 PS am Start steht und 20 andere mit einem, sobald die Ampel ausgeht, auf die erste Kurve brechen. Ich glaube, der Antrieb ist ganz simpel, letzten Endes schneller zu sein als die anderen. Und ja, das hat mich früher angetrieben und treibt mich heute noch an. Ich glaube, es ist auch Sinn einer Herausforderung, dass man sich ein Ziel setzt und das nicht sofort erreicht, sondern ja, dass eine gewisse Zeit dauert. Und je länger und je härter man dafür arbeitet, desto schöner ist dann das Gefühl, wenn es dann soweit ist, wenn es dazu kommt und wenn es dann klappt. Ich denke, es ist immer wichtig, dass man letztendlich auch für eine Marke wirbt, mit der man sich identifizieren kann. Ich denke, es ist eine sehr männliche Marke, innovativ und ja, man schaut nach vorne. Was die braunen Rasierer auszeichnet, ist einfach, dass es ja, ruckzuck geht, einfach ist. Es steckt mehr dahinter, als was man von außen wahrnimmt, was auch sicher gut so ist, weil als Konsument am Ende des Tages möchte man sich nicht damit beschäftigen, warum es funktioniert, sondern hofft, dass es funktioniert. Man versucht ja auf der einen Seite die Rasur so sauber wie möglich hinzukriegen, auf der anderen Seite aber auch so sicher wie möglich. Und da versucht man sich immer zu verbessern und die Technologie dahinter zu verbessern, was Neues zu finden, auf dem aufbauen, was man schon hat. Aber man sieht es ja über die Jahre, dass das Produkt sich ständig verändert und weiterentwickelt wird.